So. Weil rein theoretisch müsste er weiter auskippen, auch wenn ich nicht drin sitze. Das macht er auch. Ja, mal gucken, ob das hier breit genug ist, um hier eigentlich überall arbeiten zu können. Ja, wer steht da mit einem vollen Tank? Wunderbar. Wenigstens arbeitet er. Dann tue ich den mal abtanken. Mal schauen, ob er, wenn er leer ist, selber startet. Wie sollte er eigentlich? So, es wird auf jeden Fall nochmal eine Baufolge hier. Ah, Mann, ey. Klappt's nicht? Ja, man haut immer wieder mit der Maus so ein paar Kanten rein, die man eigentlich nicht haben will. Ja. Wann gehen wir immer schlafen, haben wir gesagt. So, 21 Uhr ungefähr. Meinetwegen auch, obwohl 20 Uhr ist, glaube ich, noch relativ hell. Oder? Was meinst du? Ja, solange es geht. Ja. Ja, Helfer arbeitet weiter. Perfekt. So, das hätten wir jetzt. Machen wir es mal wieder kleiner. Dann mal auf die Wiese zurück. Das weg, das weg, das weg. Das und das weg. Und dann machen wir hier mal so einen Nick rein. Und hier auch. So, und so, und so. Oder auch nicht. Wenn es denn mal so klappen soll, wie man möchte, dann haut das nicht hin. So, jetzt aber. Muss ich mal kurz gucken. Hier ist Wiese drin, wie sich das gehört. Ja, hier muss noch ein bisschen Wiese hin. Hast du mal auf den Kontostand geschaut? Ja, der ist ganz schön gesunken. Das ist Wahnsinn. Ich habe noch kein Flüssigding geholt. Boah, es ist auf jeden Fall gerade arschdunkel geworden. Wie bitte? Es ist auf jeden Fall gerade arschdunkel geworden. Ich sehe hier gleich nichts mehr beim Bauen. Aber ich glaube, ich bin auch soweit fertig. Müsste ich nur noch. Es gibt auch schon so eine Anzeige, da sieht man, wie viel das ist. Wie was sind? So ein Bot, was oben links drinnen ist. Dass man weiß, wenn man zum Drescher fahren muss, abtanken. Ach so.
Ist die Tür da? So ein bisschen was von der Wiese verschenkt. Dafür haben wir jetzt aber auch einen beinahe perfekten Abschluss. Wollte ich nicht. Obwohl eigentlich könnte sie hier noch ein bisschen breiter. So. Damit man auch wenden kann, ne? Alter Schwede. Das geht nur so. Das ist nur Kalk, was du gerade holst, ne? Ja. Was? Ich habe diesen Flüssigdünger, was du noch wolltest. Habe ich noch nicht geholt. Ja, wir haben. Ah! Wir haben ja noch zwei Felder, die wir äußern können, theoretisch. So, jetzt sehe ich hier auch nichts mehr. Wir haben aber einen geraden Abschluss für das Feld. Das können wir jetzt alles wieder schön pflügen. Kann man vielleicht noch einen Zaun drum ziehen? Muss man nicht. Wäre nicht schlecht. Mal gucken. Bei Gelegenheit irgendwann. Das sollte jetzt auf jeden Fall erstmal reichen. Jetzt haben wir die Schweineställe doch schon, die ja eigentlich erst später gedacht waren. Aber so können wir jetzt die Wiese da gleich vernünftig zusammen pflügen. Ja, Wasser, Gülle. Ernsthaft? Hier fliegt alles? Ich muss noch ein bisschen Landschaftsbau betreiben. Hier fliegt ein bisschen was. Dann nehmen wir mal die Höhe hier an. Wobei das sogar schon zu hoch ist. Alles klar. Jetzt wollte ich niesen und er kommt nicht. So, das muss ich mir mal angucken. Ich hätte das vorher alles plätten müssen, nicht Horst. Liegt immer noch so ein bisschen. Shit. Nicht schön. Gut, halten wir uns jetzt erstmal nicht mit auf. Das mache ich mal irgendwann außerhalb des Videos. Wenn es auch wieder hell ist, man sieht, was man hier treibt. So, da bin ich wieder. So, das heißt, ich werde jetzt hier erstmal. Ja, eigentlich können wir gleich schlafen gehen, wa? Kalkstreuer, der füllt gerade auf und die letzte Ladung von dem Kalk ist auf dem Weg zum Hof. Okay.
So, ich park den hier mal. Kalksteuer kann ich mal wegfahren, der ist voll. Ja, den habe ich jetzt auch filmen lassen. Was? Ist schon voll okay. Ja. Da habe ich den anderen Traktor genommen, weil ich mit dem anderen unten am der Kalkstation war. Naja, ist ja nicht so wild. Brauche ja auch irgendwas zum Fahren, ne? Bin gleich da. So. Habe ich doch ausgeschaltet. Kamerabewegung aus, bitte. So, habe ich wieder zurückgefahren. Wie sieht es denn aus, Anton? Willst du dich hinlegen? Gleich. Gut. Dann ich warte schon mal im Haus. Mir ist das schon jetzt schon zu dunkel. Das Tor müsste doch auch zugehen hier. So, einen kleinen Kurve getreten und Weiß ich denn, wie viele Schafe das ich? Muss ich die alle einzeln abzählen, oder wie? wo, was, wie viel du nein, einlädst? nein. ESC und dann bei dir im Tiermenü. Aber da werden, glaube ich, alle Oder gezählt, oder? meinst du, wie viele du gerade in deinen Hänger lädst? Nee, wie viel das ich besitze. Ja, das kannst du im Tiermenü nachgucken. Tiermenü. So. ESC und dann oben auf Tiere. Da wir ja schon relativ pleite sind wieder, ne? Ich hole uns Okay, mal ich habe jetzt 239.000 Saatgut zurück. und Dünger. Das verkaufen wir jetzt. So, jetzt haben wir erstmal wieder eine halbe Mille. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist dieser Flüssigdünger. Gut. Da räume ich diesen Anhänger wieder auf. Genau. Ich setze mich schon mal in die Küche. Der Hund ist immer noch nicht aufgetaucht. Den haben wir am Anfang ein bisschen rumgespielt hier, als wir ja auf der Karte rumliefen und haben mit dem auch den Ballfang gespielt und so. Und auf einmal ist der irgendwie hier oben in die Hauswand geglitscht. Vielleicht wartet der auch hier drin. Du bist auf dem Weg in die Küche. Er liegt schon unter dem Tisch in der Küche. Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, der liegt im Schlafzimmer, wo wir nicht hinkommen. Aber kann man hier auch Licht anmachen? Ist das noch nicht alles, oder? Halt, da drüber ist daran. Geht kein Licht, das ist aber. Ja. Aber eine Sache kann ich nochmal gucken. Wenn schon mal dunkel ist, unsere Beleuchtung hier vorm Haus ist ausreichend. Und da ist auch gerade nebelig, sieht man halt überall, wo irgendwelche Scheinwerfer stehen. Ich find's voll geil. Wie Beleuchtet viele ist top. Schafe gehen da insgesamt rein? Kommt auch in welchen du hast.